Was geht ab, Mann, Fighter Ozer hier. Und heute werden wir unsere Jungs Goku und Vegeta erwecken zu ihrem LR-Status, zu LR Super Saiyan Goku und Vegeta bzw. LR Vegito. Ich fange nebenbei einfach mal an der Stelle direkt mal an mit seinem ersten Awakening. Wir wissen, wir brauchen 35 von den neuen Vegito-Medaillen. Klick hier schon mal auf den Button, nehme ich, was wir danach machen werden. Ich werde euch auf jeden Fall noch zeigen, in Sachen Team-Builds werde ich euch Tipps geben, auf was ihr achten müsst, welche Teams ihr um ihn, um seine Leader-Skill herum bauen könnt. Und dann tun wir die Jungs natürlich auch showcasen. Und hier an der Stelle genießen wir, hey, die TOR-Form. Die TOR-Form. Warum sieht die TOR-Form so geil aus? Als ich das zum allerersten Mal gesehen habe in JP, da fand ich die TOR-Version geiler, wenn ich ehrlich bin. Also die TOR-Version dieser Charaktere sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Anyways, das war erst das erste Awakening. Jetzt schauen wir uns mal das zweite an. Denn hier brauchen wir dann 35 weitere Medaillen aus dem neuen Vegito-Event und 35 aus dem physischen Vegito-Event. Und dann werden die Jungs zu LR Super Saiyan Goku und Vegeta oder auch kurz LR Vegito. Richtig geile Karte, das ist wirklich sehr, sehr atemberaubend. Die Jungs, eine der besten Karten, die es gibt. LR Vegeta und LR Vegito, die zwei besten Karten im Game momentan. Ohne Probleme, ohne Sorgen, ohne Zweifel, und so sehen die Jungs hier an der Stelle aus. Ich werde sie natürlich gleich später, gleich mal auf SC20 bringen, sie Max Level, aber zuvor will ich euch gerne mal zeigen, nämlich in Sachen Teambild, was ihr um ihn herum bauen könnt. Deswegen ignoriert erstmal vorerst, dass er auf Level 1 ist. Was wir wissen, natürlich, ja, so einmal eins vom Teambild ist, ihr geht her, nehmt euren Leader, schaut den Leader-Skill eures Charakters an. In dem Fall, also ich will jetzt nicht detailliert hier reinsehen, den Charakter, wir wissen, ich habe ihn detailliert schon angesehen in seiner Preview. Wenn ihr auf Potara-Fusion klickt, das finde ich sehr, sehr geil, dann zeigt es euch quasi die Transformation an, nämlich so sieht der Dude aus, und dass das orange auffärbt, ist quasi, was sich geändert hat. Wir haben, wie gesagt, die Charaktere detailliert schon genug angesehen. Mir geht es jetzt erstmal hier um das Teambild, und da ist wichtig quasi, ihr Leader-Skill steht auch hier dran. Okay, wenn ihr lange dran klickt, dann steht ihr dran. Er gibt der Potara-Kategorie Ki plus 3 auf HP und Attack 170% und auf die Verteidigung 130%. Oder, sofern dieser Charakter nicht Teil der Potara-Kategorie ist, oder in Charakteren gibt er Ki plus 3 auf HP und Attack 90%. Nehmen wir mal an, ihr habt einen Potara-Charakter, der sowohl vom Int-Type ist, als auch in der Kategorie, also zum Beispiel LR Vegito selbst, dann bekommt dieser Charakter immer den besseren Boost. Nicht beides, es ist entweder oder, es ist ein XOR, diejenigen, die das kennen, ein entweder oder in der Programmiersprache, also bekommt er immer den besseren Boost hier an der Stelle. Und in dem Fall ist es quasi der Potara Boost. Genau, so, und quasi so Stufe 1 des Teambilds ist das 1x1, ihr nehmt euren Karte, euren Leader, haben wir gerade gesehen, und baut dementsprechend euer Team. Heißt, wenn wir hier unser Team bauen würden, wir wissen, okay, er gibt dem Protara-Charakter einen Boost, dann filtern den besseren Boost oder in Charakteren. Jetzt guckt ihr erstmal natürlich, wer bekommt den besseren Boost aus euren Charakteren, also filtert ihr mal eure Friendlist, eure Liste, eure Charakterliste auf Protara. Dann werden euch die Protara-Charaktere angezeigt, okay? So, euren Leader habt ihr und dementsprechend nehmt ihr dann, um es kurz und einfach zu sagen, wir werden gleich die Täter drauf eingehen, einfach mal eure besten Charaktere, okay? Also ich sehe hier dann quasi, wow, okay, LR Goku Black, 100% Rosé, 100% Vegito Blue, 100% Super Vegito, rein damit. Und wen haben wir noch zum Beispiel erweckt? An der Stelle, jetzt gucken wir mal einfach Kefler rein, okay? So wird das zum Beispiel aussehen, wenn ihr eure besten Charaktere einfach reinpackt. Alles klar. Es geht natürlich ein bisschen detaillierter, nämlich auf Stufe 2 quasi. Aber dieses Team würde auch genau funktionieren. Stufe 2, so nenne ich es erstmal, ist dann quasi, wenn ihr darauf achtet, dass ihr zwei Rotationen habt. Falls ihr nicht wisst, was Rotationen ist, schaut euch mal ein Video zu an. Ich werde einen Trailer. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Was ist denn gerade los? Ich werde den Link in die Beschreibung setzen zu meinem Video zu der Rotation. Könnt ihr euch gerne ansehen. Und gerade wenn ich es anspreche mit der Beschreibung, bevor ich es vergesse, ihr habt in den letzten Tagen wahrscheinlich bei euch einen physisch Goku gesehen. Das ist der Goku aus der Seminar-Kampagne. Seid nicht verwirrt, wenn ihr wissen wollt, was sie mit diesem Goku anstellt. Ich habe dazu ein Video gemacht, das werde ich euch auch auf jeden Fall auch einblenden, beziehungsweise den Link in die Beschreibung senden, dann könnt ihr euch das gerne in aller Ruhe abchecken und dann wisst ihr Bescheid, ist quasi ein Guide, was ihr zu dem Goku, was ihr mit ihm anfangen könnt. Kommen wir zurück, Stufe 2. Da achtet ihr quasi drauf, dass ihr zwei Rotationen habt, A4 Charaktere und zwei Supporter im Team. Okay, heißt, wir haben hier unseren Leader. Mit LR Vegito beispielsweise könnt ihr reinpacken als in die Rotation physisch Super Vegito zum Beispiel, okay? Warum sie Science Prepared for Battle, wenn sie nicht dazu mit sind, könnt ihr mitnehmen. Alles klar. In die andere Rotation könnt ihr zum Beispiel packen, euer LR Goku Black mit Rosé. Müsst ihr euch drüber sprechen, linken sich sehr, sehr gut, alles gut. Und jetzt könnt ihr die quasi zwei Supporter mitnehmen. Ihr könntet auch, by the way, statt Super Vegito irgendein LR Vegito nehmen oder Vegito Blue.
Aber wie gesagt, ich nehme jetzt einfach mal zwecks Beispiel. Okay, nehmen wir mal Elevage the Blue. Ist quasi auf 100%. In dem Fall beste Charakter und gut in der Rotation. Denn er hat auch Prepared for Battle. Was Sachen Key angeht. Okay, anyways, Size Supporter. Wir haben Vegito noch drin. Dann sehen wir, okay, in den Portal-Charakteren haben wir keinen weiteren Supporter mehr. Dann nehmen wir mal die In-Charaktere. Schauen wir uns mal die In-Charaktere an der Stelle. Nämlich, wenn wir das mal filtern, In-Charakter, ist egal ob Support oder Extreme an der Stelle, jeder In-Charakter bekommt den Boost. Wenn wir uns den Support hier aussuchen, wäre das zum Beispiel mal einfach so Tarz, okay? Ihr hättet hier zwei Rotationen, Ele Vegito mit Ele Vegito Blue, die bleiben immer in der Rotation. Die andere Rotation wäre Ele Goku Black und Rosé beispielsweise und ihr habt zwei Supporter. Alles klar. Ihr könnt auch, Freunde, ihr könnt auch, nicht vergessen, ihr könnt auch In-Charaktere mitnehmen. Wenn ihr nicht so wie ich Portal-Charaktere habt, so viel, um euer Team zu füllen, wäre natürlich geil, wenn ihr es könnt, aber wenn nicht, dann könnt ihr auch In-Charakter nehmen. Nehmen wir mal einfach beispielsweise an, ihr habt, was weiß ich, hier 1, 2, 3 Portal-Charaktere, sonst keine anderen, so wie ich, sonst wirklich keine anderen, nur, sondern nur die, dann geht her und tut In-Charaktere rein. Das könnt ihr auch machen, das können wir auch in Leader-Skin, nämlich Key plus 90%, das ist sehr, sehr gut. Geht her und guckt, okay, welche sind eure besten In-Charaktere? Super Gogeta zum Beispiel, könnt ihr mit reinstecken. Super Gogeta ist ja keine Portara-Fusion, aber ist ein Int-Charakter, deswegen bekommt er den Int-Leader-Skill und ist in dem Team auf jeden Fall sehr gut aufgehoben, weil er ein Fusion-Charakter ist. Andersrum geht's mit Ele Gogeta zum Beispiel. Ihr könnt auch als Physik-Charakter Vegito Blue oder Super Vegito reintun. Und zum Beispiel packt ihr noch rein Ui Goku, sei es so. Okay, das Team funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber es ist immer und immer und immer und wieder so, dass es quasi ein bisschen weitergeht. Ich nenne es mal Stufe 3 oder ich bin immer mehr Fan davon geworden, dass ich nicht zwei Supporter in mein Team packe, sondern nur einen. Warum? Ich behalte trotzdem zwei Rotationen, aber bomb nur einen Supporter rein, weil die Charaktere selbst individuell wirklich sehr stark geworden sind. Was heißt das? Nehmen wir mal Rotation 1. Haben wir an der Stelle hier unseren Ele Vegito, okay, dann von mir aus zum Beispiel mit Physisch Super Vegito, dann nehmen wir noch mit rein in die andere Rotation, zum Beispiel Ele Goku Black mit Rosé, fix, und Tech Vegito Blue nehmen wir auch mit rein, ob ihr dann Tech Vegito Blue rausrotiert oder Physisch Super Vegito, ob ihr Tech Vegito Blue in einer Rotation hält mit Ele Vegito oder Physisch Super Vegito, ist euch selbst überlassen, mir geht es nur darum, dass ihr quasi nur einen Supporter mit reinnimmt. Das Team an der Stelle ist auch, by the way, das optimale Team mehr oder weniger für die Portara-Charaktere. Und mit diesem Team, Freunde, seid ihr auf jeden Fall gut gedeckt. Und ich bin quasi immer und mehr Fan davon, nur einen Supporter pro Team mitzunehmen. Weil ihr seht schon, das sind Spitzencharaktere. Auch wenn beispielsweise Tech Vegito Blue rausrotiert, wenn er in die Rotation reinkommt, er kommt nicht nur selbst allein klar, er synergiert auch mit den Rest des Teams an der Stelle. Ja, so ist nicht. Genau. So viel dazu, okay? Ihr kennt zum Beispiel mich, so Honorable Mention wäre an der Stelle, ich achte immer darauf oder ich sage euch immer darauf, wenn ihr ein Event macht, dann achtet darauf, dass ihr auch Typenvorteil habt. Also passt euer Team dem Event an. Beispielsweise, wir machen gleich das Ele Gogeta Event. Ja, im Ele Gogeta Event haben wir immer Typenvorteil mit Strength Charakteren. Beziehungsweise Ele Gogeta nur Physik Charakter, also nehme ich vermehrt Strength Charaktere rein. Okay, schau ich mal, unser Leader ist immer gesetzt und dann packe ich mal erstmal nur Strength Charaktere rein. Wäre hier Ele Vegito Blue und Rosé. Und nehmen wir mal an Zamasu. Warum nicht? Zamasu nehmen wir auch mit rein. Hätten wir mit dem Typenvorteil, okay? Dann gucke ich, okay, ich habe jetzt drei Strength-Charaktere mit. Wen kann ich noch so mitnehmen? Wenn Zamasu schon drin ist, dann wäre es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich noch Goku Black mit reinpacke, weil der linkt sich sehr gut mit Zamasu und Fusion Zamasu zum Beispiel. Da könnte ich Rosé mit Fusion Zamasu in der Rotation halten oder Rosé mit Goku Black und Zamasu mit Fusion Zamasu zum Beispiel. Zum Beispiel, also passt eure Teams auch entsprechend des Dokkan-Events an oder entsprechend der Stage, in dem Fall Ele Gogeta. Alright, dann aber meine Freunde, dann kennt ihr natürlich euren Boy Osaru. Optimal und so weiter und so, alles schön und gut, 1x1, Stufe 1, 2, 3, macht das auf jeden Fall, ja, 1x1, so das Teambild, was ich gerade gesagt habe, nehmt das mit. Aber ihr könnt euren Boy Osaru und ich nehme einfach, boom, meine Lieblingscharaktere rein. Und das wäre quasi eigentlich, das wäre eigentlich mein Potara-Team. Und in dem Team, ja, haltet mich für verrückt, schießt auf mich, eskaliert, legit, Spaß beiseite, ich würde Ele Vegito rausrotieren. Ohne Spaß, warum? Ich würde Kefla in einer Rotation halten mit Ele Vegito Blue, beide haben Shattering Limit, Power Best of by God, Super Saiyan, kommen ganz gut miteinander recht, andere Rotation, Rosé Goku Black und Ele Goku Black und Zamasu. Wäre mein Lieblingsteam, will ich niemanden verarschen oder irgendwas euch einreden, wäre mein Lieblingsteam, ich würde das so spielen, ich würde auch Ele Vegito rausrotieren. No jokes. Aber das machen wir natürlich nicht, denn wir wollen hier Showcase, wir nehmen an der Stelle dieses Team, sehen uns dann gleich, ich trainiere kurz die Charaktere hoch und dann sehen wir uns gleich im Event von Ele Gogeta und gucken mal, was das Team an der Stelle hier ausrichten kann.
Alles klar, und da sind wir auch schon zurück. Und wie gesagt, ich habe quasi das Team genommen, wo wir natürlich LL Vegito in Showcasen werden oder in Schaustellen werden und nicht mein Lieblingsteam. Aber Freunde, wirklich jedes Team, was ich da vorgestellt habe, jede Stufe, jeder Sinn, jedes Teambild funktioniert da. Sei es entweder, wenn ihr eure besten Charaktere nimmt und den Leader quasi und die besten Charaktere, sei es ihr achtet auf zwei Rotationen. Also es wäre immer gut, wenn ihr auf zwei Rotationen euch festsetzt. Ihr könnt auch natürlich den Friend mit einbeziehen. Den Friend könnt ihr auch in der Rotation benutzen. Aber ob ihr dann mit zwei Supportern spielt, das meine ich, oder mit einem Supporter, funktioniert alles gut. Sehr, sehr gut. Variiert je nach Team, würde ich mal so sagen. Und oder ob ihr dann eure Lieblingscharaktere wählt, ist meiner Meinung nach macht es mehr Spaß, die Lieblingscharaktere zu nehmen. Oder quasi, wenn ihr dann hergeht und nach der optimalen Schiene schaut und so weiter und so fort. Hauptsache, was mir immer wichtig ist, ist, ihr versteht, wie ihr quasi eure Teams baut und wisst, wie ihr mit euren Charakteren umzugehen habt. Also achtet darauf, guckt euer Leader Skill an, schaut eure Charaktere an und baut euch quasi an der Stelle eure Teams mit dem, was ihr machen könnt. Genau, und wichtig ist auch, vergesst das nicht, je nach Event, passt eure Teams an. Ich habe das an der Stelle nicht gemacht, weil ich quasi das Team hier showcasen wollte rund um Vegito. Ich bin aber auch ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Transformation triggern werden. Wahrscheinlich ist dieses Event, ich will nicht sagen zu leicht, ungeeignet. Zukünftige Events, die Events, die in der Zukunft kommen, werden auf jeden Fall auch schwerer, aber sie gehen schon von Grund aus Minimum 6 Runden. Und deswegen quasi müsste nicht die Hoffnung versagen, nicht die Hoffnung verlieren, dass eure Charaktere sich nie erwecken werden, nie transformieren werden, eure LL Vegitos. Momentan ist es schon ein bisschen schwer, gebe ich euch recht, weil die Charaktere wirklich und ihre Teams sehr, sehr gut sind. Aber mit der Zeit wird es sich schon ändern, weil quasi die Events mindestens schon direkt 6 Runden gehen. Ihr müsst dann quasi natürlich auf 50% nur drunter droppen. Anyways, Freunde, ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und falls ihr neu seid, drückt auf jeden Fall auf den Abo-Button, damit ihr an der Stelle nichts verpasst in der Zukunft. Genau, so viel dazu. Ich guck mal, wie ich die Rotation hier machen werde. Also ganz, ganz wichtig ist zum Beispiel, man macht es auch tatsächlich so, dass man Super Vegito in eine Rotation hält mit Tech Vegito Blue, um da guten Schaden rauszuholen. Ich werde das Ganze aber so lassen. Ich lasse Super Vegito mit LL Vegito. Warum nicht Tech Vegito Blue? Weil Tech Vegito Blue hat kein Prepared for Battle für unseren LL Vegito. Auch wenn ihr seht, das meine ich. Schaut mal, da waren ein paar Rainbow Orbs. Pro Rainbow bekommt er nicht transformiert Key plus 3. Zusätzlich 2, insgesamt Key plus 3. Und er kommt auf die Ultra Super Attack. Das habe ich gemeint, dass sie alleine total gut zurechtkommen. Gerade fällt es mir ein, falls ihr euch fragt, wie dupe ich die Jungs eigentlich? LL Vegito, weil er quasi, nachdem er sich transformiert, kontern kann, auf Crit. Er ist ein In-Charakter, also kommt er auf Level 15 Crit und Level 6 Additional Attack. Und LL Gogeta, eigentlich auf Additional Attack, weil er sehr effektiv Schaden macht, aber er ist nämlich immer transformiert. Deswegen würde ich auf Level 15 Crit gehen und Level 11 Additional Attack. Und by the way, wenn ich es jetzt schon sage mit Dupe System, ihr habt mich die letzten Tage gefragt, ey, wie sollte ich den Gohan dupen? Ihr könnt maximal bei ihnen auf Level 20 Additional Attack gehen und 0 Crit. Diese Charaktere sind ein bisschen eigen, sie haben einen eigenen Dupe-Pfade, sage ich mal. Was ich euch aber empfehlen würde, nehmt einen Mix aus Additional Attack und Crit. Wie viel Additional Attack ihr nehmt, wie viel Crit im Endeffekt, ist euch selbst überlassen. Machen wir das mal so. Ihr könnt zum Beispiel gehen Level 10 Additional Attack, Level 10 Crit, ich glaube das werde ich machen. Oder quasi, wie, was man auch da nehmen kann, ein bisschen mehr Crit, ein bisschen mehr Additional Attack, ist euch selbst überlassen. Warum könnte man Additional Attack auf den Dude Free-to-Play Gohan gebrauchen? Weil man ihn im Extreme Z-Battle von Freezer brauchen wird. Und ein Additional Attack kann auf jeden Fall im Extreme Z-Battle eine Runde ausmachen, also wenn ihr dann noch einen Additional Attack habt. Genau, so viel dazu, wir sind jetzt schon quasi auch bei der vorletzten Runde, ihr seht, es geht schnell mit dem Team. Das Event, selbst wenn ihr da ein gutes Team habt, braucht euch keine Sorgen machen, bei allem Respekt. Ansonsten, ihr braucht halt natürlich ein Team, ja. Ich will euch nichts erzählen, wenn ihr neu angefangen habt mit dem Spiel, like legit neu angefangen habt, Rank 20 seid oder so, dann träumt gar nicht davon, dass ihr da reinspielt mit euren Charakteren und das Event schafft. Nein, träumt nicht davon. Geht an der Stelle, geht her, questet, macht die Quest-Stages, baut euch ein Team. Hauptsache, ihr könnt euch Stones farmen, dann müsst ihr quasi auf einen Zeitpunkt kommen, auf einen Stand kommen, in dem ihr das dann schaffen könnt, indem ihr nach und nach eure Charaktere auf Sie awake, Token awake und so weiter und so fort. Genau. Mein Free Super Vegito, by the way, haben wir auch in demselben Multi gezogen wie LL Vegito. Hat mich sehr gefreut. Ich hatte den Dude nicht. Ihr könnt euch auf jeden Fall in Zukunft auch auf Majin Buu Saga Team Shock ist von mir freuen. Aber ich finde die Unit sehr, sehr geil. Ist bei mir noch SA5. Ich habe ihn zwar erweckt, aber ich habe ihn noch nicht auf SA10 gebracht. Weil ich in Zukunft nicht weiß, ob ich da vielleicht noch einen ein oder anderen Agility Super Vegito ziehe. Und falls ein Ziehmann Agility auf 100%, dann könnt ihr ihn immerhin benutzen für die SA. Genau. Ihr merkt auch schon, wir verlieren hier wieder Leben. Wir sind tanky. Wir machen eigentlich nur Schaden. Die Jungs sind geil. Die, ach,
Es ist so geil, aber ich bin mir sicher, in dem Event werden sie sich nicht transformieren. Könnt ihr vergessen, dafür ist das Team viel zu krank. Dafür ist das Team viel zu krank unterwegs. Richtig geil sogar. Potara-Team ist geil. Natürlich auch Gogeta-Team, Fusion-Team ist 1A, delicious, richtig geil. Sofern ihr eines dieser beiden Teams bauen könnt, oder ich sag mal so, sofern ihr das Glück habt, und ich hoffe es für jeden von euch, dass der eines dieser Charaktere zieht, ist GG, dann habt ihr das Spiel durchgespielt. Legit, ihr habt das Spiel durchgespielt. Ihr seid dann auf jeden Fall für die Zukunft gedeckt. Auf jeden Fall für die Zukunft gedeckt. Sei es in Sachen Doken-Events und so fort. Naja, bis dahin sind wir erstmal auf diesem Standpunkt hier. Mein Vegito, kein Dupe, gar nichts im Dupe-System so vorangebracht, wie er ist. Mein Goku Black aber an der Stelle. Spicy mit einem Dupe. 2 Millionen Angriff. Wenn er crittet, wird es auf jeden Fall böse. Schauen wir mal, was hier abgeht, wie es hier ausgeht. Komm schon, Rosé. Leider nicht in der Rotation mit... Ah, okay, leider kein Crit. Leider nicht in der Rotation mit Rosé Goku Black. Strength. Aber ihr merkt auch schon, Gogeta selbst ist wirklich, also immun, was heißt immun, sondern er hat erhöhten Angriff, erhöhte Verteidigung oder ist, guck mal, der hat jetzt schon 2,2 Millionen. Weißt du, was das Brutale ist? Weißt du, dass du was krank ist an dem, das sind die ersten Dokkan-exklusiven LR. Die, ein LR-Charakter bekommt so fix 120% auf Angriff und Verteidigung, die Passive. Und wenn sie sich transformieren, sind das 150%. Ein LR-Charakter mit 150% auf Angriff und Verteidigung. Der zerstört alles. Im Alleingang. Im Alleingang. Es ist krank. Die brutalste Unit ever, die sie da rausgehauen haben. Sei es Vegito oder Gogeta. Bei Gogeta werden wir in Zukunft beide auch noch sammeln. Müsst ihr da auf ein paar Tage euch gedulden, weil Discount geht noch 12 Tage. Heißt an alle, wirklich. Also geduldet euch ein bisschen. Ihr müsst nicht da direkt ham gehen, weil der Discount geht 12 Tage und... Wir bekommen auf jeden Fall die Tage noch so und sind auf ein paar Stores Platz 1 gegangen. Ich bin da echt zuversichtlich, dass wir auf, an sich die ganze Celebration geht bis zum 13. August. Wir werden auf jeden Fall noch sehr viele Stones bekommen. In der kompletten Celebration um die 400 wurde hochgerechnet und die Celebration hat erst jetzt angefangen. Also geduldet euch, verbratet da nicht euer Geld. Im Endeffekt hatten wir gute Chancen, diese Jungs zu ziehen. Beziehungsweise, wie ich jetzt sagen, wir haben gute Chancen. Sie zu ziehen ist die Rate sind 0,5%, wissen wir. Aber mit guten Chancen meine ich, wir bekommen gute Stones noch. Ja, deswegen geduldet euch und geht da nicht allzu heim. Versagt nicht. Genau, so, viel dazu. Wir haben leider Typen Nachteil. Ist vielleicht eine schlechte Stage, die ich gewählt habe. Aber warum nicht? Ich wollte in Gogeta rein, weil ich die Gogeta-Medaille noch nicht habe. Oh, wir kommen in der Ulti. Gogetas Ulti ist geil. Gogetas, oh mein Gott. Oh mein Lord. Boah. Ist geil, ich schrib, auf jeden Fall. Das Team ist GG. Also bei allem Respekt ist GG. Ja, wir haben eine, ja, ich glaube, ich habe eine falsche Stage gewählt, aber macht nichts. und auf jeden Fall mal sein Team geschockt, ist das Potara-Team selbst und ihr seht schon. Also wir haben hier 470.000 HP. Potenzial nach oben, hätte ich da meine besten Units reingepackt auf 100% und so, würden wir locker über 500.000 kommen. Wenn ihr das Team habt, wenn ein Team, ein vollständiges Team, nicht nur vollständiges Potara, wenn auch Incharakter drin sind, seid ihr trotzdem gedeckt an der Stelle, ihr seht, wie die Jungs abgehen. Also 170% auf Rosé spricht für sich und 1 Million Schaden an der Stelle ist wirklich sehr, sehr spicy. Aber Freunde, wir machen natürlich nicht Schluss und wollen natürlich die Transformation sehen, die ich hier quasi dann künstlich getriggert habe, absichtlich getriggert habe. Und dann bekommen wir natürlich am Ende des Videos noch die reine LR Vegito Action und zwar im Zweierpack. Zweimal Transformation in eine Rotation. Und dann gucken wir mal, wie der Dude die Gogeta. Ich bin ein Boss Rush Event, habe jetzt quasi ein bisschen selbst so eingestellt, dass ich das Trigger mit dem Team ein bisschen schlechter gesetzt und so fort. Und hier ist unser Dude. Und wir werden das halt natürlich hier sehen, dass er im Alleingang zurechtkommt. Im Alleingang. Wir haben natürlich direkt einen Konter mit dabei. Diesen Konter wird er wahrscheinlich schon umhauen. Aber wir haben dann noch eine Stufe bzw. noch eine Runde gegen Gogeta selbst. Und dann werden wir auch auf jeden Fall sehen, was sie da imstande sein werden, ja, zustande sein werden. Hier kommt direkt ein Konter und ciao. Ich schalte direkt RIP. Und natürlich gibt es hier noch dann die Ultra Super Attack von unserem Boy LR Vegito. Bin echt gespannt, was er mit Gogeta hier anstellen wird. Aber ich denke, mit dem Konter etc., auch wenn er nicht seinen besten Partner gerade hat, ich wollte einfach nur quasi das Trigger euch zeigen. Sollte eigentlich imstande sein, mit dem Konter hier umzulegen. Wir haben hier ein Konter, was 610.000 kontert. Ich RIP. Ultra, schaut euch die Super Attack an, die Ultra Super Attack. Das ist noch gar nichts, ja. Also mit Linkskill und so würde es viel, viel besser gehen. Er hat hier nicht mal Fierce Battle getriggert, nicht mal Super Saiyan, gar nichts.
von alleine 1,2 Millionen. Also da geht eigentlich noch mehr, wie gesagt, nimmt das nicht allzu ernst. Ich wollte jetzt nur zeigen, dass die Transformation, wie dieses Trigger, wie das aussieht, wie die Ultra Super Deck aussieht, wie die Konter aussehen. Da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr Potenzial nach oben. Ich hoffe demnach, das Ganze hat euch gefallen, das Ganze zu LRVG, zu seinem Awakening, Teambuild-Tipps, Teambuild-Guide, seinem Showcase. Wenn ja, gibt den ganzen Like und der tut ihn mit K.O.-Kontern. Wenn er noch, okay, er wollte noch kein Konter hier. Aber ich denke, das hat gereicht von der Action, von der VG2-Action, die wir hier gesehen haben. Beziehungsweise, wenn er das überlebt, ja, das überlebt er, dann würde ich euch gerne eigentlich noch die normale Super-Deck zeigen und dann können wir Schluss machen. Alles klar, zum Glück hat dann noch hier an der Stelle alles geklappt. Wir haben wirklich genau 12 Key bekommen. Nachdem Gogeta und C.O.T. sehen wir noch dann die normale Super-Attacke von Vegito. Und dann haben wir eigentlich alles abgedeckt, was es zu abdecken gibt. Mehr oder weniger zu unserem Boy L.A. Vegito. Am Ende noch haben wir ihn transformiert bekommen. Und hier sieht dann folgendermaßen die normale Super-Attacke aus. Big Bang Attack, oh, Big Bang Attack, okay, gar nicht mal so schlecht. Und die hat natürlich, die hat es natürlich auch in sich. Wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be.